Social Media Schocker bei digitec.ch. Man hat die wichtige Instagram-Schalmauer von 150.000. 15.000 sind wir uns zum 100. Aber auch hure wenig. Man hat die wichtige Instagram-Schalmauer von 1500. 15.000. Fuck. Man hat die wichtige Instagram-Schalmauer von 15.000 Follower durchbrochen. Jetzt ist the sky the limit. Im Vergleich zu der Elektronikfachhandelskonkurrenz ist man meilenweit voraus. Die Grafik hier zeigt, wie weit voraus das man ist. Gewisse haben sogar unter 1000. Wir sagen peinlich, freuen uns über unsere Follower und gehen anfragen bei den Kunden, was sie meinen, wie viele Follower das wir denn eigentlich haben. Instagram-Follower? Oh, weiss nicht, 2 Millionen? 250.000, so etwas. Fast, ein bisschen weniger. 60.000, keine Ahnung. 1 Million. Du? Keine Ahnung. 2 Millionen? Okay, ja, wir haben jetzt gerade eine wichtige Schallmauer durchbrochen. Wir haben 15.000. Oh! Nicht so viel. Du followst schon aus dem von noch nicht auf Instagram? Nein. Also, Handy führen, gerade machen. Okay, jetzt folge ich euch. Jetzt haben wir das so schnell bewegen. Dann müssen wir das so schnell. Ganz gut. Jetzt haben wir einen Abonnent mehr. Auch so bekommen wir neue Follower. Gut. Was hast du das Gefühl, was posten wir so auf Instagram als Digitec? Neue Produkte. Und sonst so? Werbungen. Ja, so einfach. Nein, es sind alles ganz gute Memes. Muss man drauf schauen. Kundinnen und Kunden verschätzen sich bei der Followerzahl natürlich komplett, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Aber wie sieht es eigentlich da aus in den Headquarters von Digitec? Die Sendung würde nicht investigativ heissen, wenn ich nicht würde, wo es weh tut. Nämlich genau zu den Mitarbeitenden fragen, followen sie überhaupt digitec.ch? Hast du Instagram? Nein, habe ich nicht. Nein, weil ich habe keinen Instagram-Account. Auch nicht. Darf ich noch sehen, folgst du digitec.ch schon? Das schaue ich jetzt gerade, ich glaube schon. Tatsächlich abonniert. Herzliche Gratulation. Danke. Du bist eine von, sage und schreibe, 15.000 Kundinnen, Kunden, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Eine von 15.000 Menschen, die Digitec folgt und dafür sorgt, dass wir die Schallmauer durchbrochen haben. Ja, es ist immer wieder ein lustiger Beitrag. Mega emotional auch die Antwort. Man sieht, es ist ein Kanal, den man will folgen. Natürlich folge ich denen. Seit wann? Klarer Fall. Schon sehr lange. Seit ungefähr 3 Sekunden. Mitarbeiterschocker bei Digitec. Der junge Mann links von mir hat bis jetzt digitec.ch noch nicht gefollowt. Wieso um aller Welt hast du den Klick erst jetzt gemacht? Ich nutze Instagram so gut wie gar nicht. Aber es geht um eine Verbundenheit mit deinem Arbeitgeber, sprich digitec.ch. Das muss ja der erste Klick sein, den du machen musst. Das stimmt. Ich bin auch sehr verbunden. Also den Pulli, der übrigens sehr schön ist, den du hast, den habe ich auch und den trage ich auch sehr regelmäßig. Followst du Digitec auf Instagram? Nein, tue ich nicht. Nein. Das ist schlecht. Können wir dafür sorgen, dass du der 15.000 und Erste wirst? Sehr gerne. Ich habe bis vorher nicht gewusst, dass das gibt. Digitec ganz oder Instagram? Digitec auf Instagram. Alles klar, ja. Kannst du dann das Handy doch einmal vornehmen? Handy vornehmen. Sackbefehl ist jetzt. Investigativ, einmal mehr, knallhart recherchiert aus dem Social-Media-Sumpf hier im Digitec Headquarter. Ich habe gemerkt, gewisse Leute haben Instagram, gewisse haben es nicht, gewisse followen Digitec, gewisse nicht. Vielleicht ist das aber gar nicht die richtige Frage und wir müssten uns fragen, ob nicht... TikTok, das nächste grosse Ding ist. Für Digitec, vom Digitec Headquarter, über Digitec Instagram, der Simon Balissant.